Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Rainbow Six Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mir vorgenommen, so eine Art Fortsetzung zu machen von dem Video, was ich letztens gemacht habe. Und zwar Rainbow Six, aber es ist 2015, also wo ich hauptsächlich Year One Strats verwendet habe. Mich freut das echt, dass ihr das Video so krass gefeiert habt. Weil ich glaube, vielen tat das gut, mal so einen Rückblick zu machen, Rainbow Six, wie das früher war. Ich hätte überlegt, das so ähnlich zu machen wie Rainbow Six, aber es ist 2016 und dann mache ich hier 2 Strats. Aber ich glaube, man kann die einzelnen Jahre nicht nach bestimmten Strats irgendwie zuordnen, deswegen habe ich einfach oldschool Sachen, die man allgemein und auch die ich früher in diesem Spiel gemacht habe. So, wir springen direkt in den Casual rein, denn ich hoffe, also ich queue nur Geisel und ich hoffe, eine bestimmte Map zu kriegen. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was ich vorhab. Übrigens sieht der Chrombopulous Michael Skin echt mega gut aus. Der hier. View Bundle. Damit mit dem Headgear, das sieht übelst cool aus, Alter. Also ich bin riesen Rick und Morty Fan und der Skin sieht so gut aus, das ist unglaublich. Alter, sogar der Waffenskin sieht mega sick aus. Ist zwar nur eine Pistole, aber guck mal, wie cool ist das denn? Dass die jetzt halt wirklich das Model der Waffe verändern, ist richtig cool. Das feiere ich mega mit den Skins. Unter anderem, was wir dann gleich versuchen werden, ist der sogenannte Rekruten-Rush, der leider nicht mehr gut klappt jetzt, wo die Waffen natürlich Preset haben hier. Kannst du zwischen den drei Primary Weapons switchen. Früher hattest du ja eine riesen Auswahl. Und ziemlich beliebt war da zum Beispiel die Rekruten-Shotgun. Ich habe noch Cinematic Mode an. Leider Rekrut Shotgun Rush wird nicht klappen. Deswegen werde ich es einfach mit einem Sturmgewehr versuchen. Aber einfach den Rekruten Rush nochmal zu sehen, da habe ich richtig Bock drauf. So, in Defense können wir allerdings Rekruten mit der Shotgun zocken. In Defense wird es nicht so viel bringen, aber ich versuche es einfach mal. Warum wollen die alle da lang? Meinst du, ich kann darüber sprinten? Ich bin so unaufgewärmt gerade. RKO! Ui. Der steht wieder auf! Die haben eine Finca irgendwo noch. Hier ist die. Ne, hinter mir. Hier, hier, na hier. Oh shit. Also Sounds mega gut diese Season. Für mich zumindest. Ich habe viele unterschiedliche Meinungen gehört. Früher so gut. Einfach alle Rekrut gepickt. Alle diese Shotgun genommen und einfach reingerannt. Punchholes. Punchholes! Natürlich! Die Year One Strat allgemein. So bin ich nicht darauf gekommen, Alter, einfach durch Punchholes zu gucken. Ich meine, man macht das immer noch, aber. Tatsächlich so viel am Queuen, dass ich nebenbei mal fucking Ukulele gestimmt habe. Meinst du in den Chat, wenn ich einen Ukulelen-Mixtape droppen soll? Wegen das eine von SpongeBob nochmal. Oh, Alter. Ich kann doch nicht 1-2 Minuten queuen, wenn da steht Estimated Wait Time 20 Sekunden. Und das für jede Runde. Konsulat. Okay. Mir fällt gerade so auf. Dieser Hibana Headdrop. Den hat man ja früher sehr oft gemacht. Der ging in Year One gar nicht, oder? Warte, kam Hibana und Echo in Year One raus? Ich weiß sowas gar nicht mehr. Ich weiß, erstes Jahr Frost und Bug. Erste Season meine ich. Oh shit, I'm popping off. Oh shit, nein! Oh shit! Ace, 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 Ace! Nein, fuck! Hibana kam tatsächlich in Year One dazu. Year One Season 4. So, die sind nicht ganz oben, das heißt. Mal gucken, ob der Hedge zu ist. Ich werde einen Hedge Drop auf jeden Fall versuchen. Es gibt nicht viele Year One Maps, die noch nicht gereworkt wurden, weil Konsulat wurde noch nicht gereworkt und das ist eine Year One Map, glaube ich. Doch, hier wird einer angerufen. Das ist auch, was auch mega lange hier gemacht habe, ist Breaching ans Fenster und Hot Breach. Okay, das klappt.
Das wird übel schief gehen, aber ich drop genau auf die Geisel jetzt. Oder nicht? Ey, Echo! Was ich schaffe, dass er die Geisel abballert? Wo ist der letzte? Ich höre Steps über mir. Der ist hier. Oder? Bro! Wo steckst du? Der Monte denkt sich auch so, Junge, wo ist der letzte Guy? Ja! Perfekt! Das wollte ich machen! Sehr schön! You're one strat! Der Smoke hat aber auch die Ruhe weg, Alter. Die Geisel wurde geklaut und er bleibt 2 Minuten lang einfach still. Also, solche Nerven aus Stahl hätte ich auch gerne. Ich weiß noch früher, hier in diesem Objective haben wir damals Rank gespielt. Mit Geisel und Bereich sichern. Da war das hier halt der Bereich zum Sichern. Und Ranked, Alter, 4-4 hier unten zu spielen. Ich immer mit Puls mich hier hingestellt. Hier pulsiert. Das ist, wer ist der Raum? Visa oben oder so. Die Leute immer reingekommen. Und dann mit C4 hier einfach. Ja, genau wie er. Das ist eine fucking Year One Strat. So habe ich früher gespielt. Das war mein Leben früher. Ich schwör's euch. Das hat so Bock gemacht. Boah, ja. Alle hier, alle hier. Nice. Oh mein Gott. Marvin ist Puls. Puls Main. Das ist ein Blackbeard. Ich mag die UMP nicht wirklich. Ich habe auch gar nichts gecastet. Uah! Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich versuche, einfach eine Runde Kaffee zu finden. Was man früher ziemlich oft gemacht hat, was auch nicht besonders schön war, dagegen zu spielen, ist zu dropshotten. Und früher ging das natürlich, du legst dich hin und kannst dabei im Scope bleiben. Mittlerweile geht's nicht mehr, zum Glück. Okay. Ich gehe hier oben lang und versuche irgendwie einen Roamer zu finden. Was ist das für eine Scheiße? Ah! So. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich suche jetzt seit knapp 40 Minuten nach einer Runde Kaffee. Hab jetzt einen Error bekommen. Ich glaube, ich gebe es jetzt erstmal auf. Ich glaube, ihr wisst, was ich vorhatte. Ich wollte mit Geisel spielen. Ganz oben, das Objective ist die Geisel im Freezer und ich wollte die mit Castle verbarrikadieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein bisschen chaotisch. Ich habe nicht wirklich viel ausprobieren können tatsächlich. Trotzdem hoffe ich, ich habe euch irgendwie ein bisschen unterhalten. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein.